Hey, letztes Jahr haben wir uns ein 20 Jahre altes Wohnmobil umgebaut, um Vollzeit darin zu leben. Heute ist endlich der Tag, an dem wir beide wieder gesund sind. Für Jesse und mich geht's gleich nach Marrakesch. Ich schaue, dass hier jetzt wirklich alles zu ist, damit es auch wirklich nicht zu heiß für Pepper ist. Und ja, ich freue mich schon mega, wieder nach Marrakesch zu gehen und das Ganze Jesse zu zeigen. Salam alaikum. Shukran. Hier gibt es einfach unfassbar leckeren Juice. Der hier hat nur 2 Euro gekostet, aber wenn du einen nur mit Orange nimmst, zahlst du nur 40 Cent und das Ganze schmeckt super lecker. Lass es dir schmecken, Jazz. Das macht dich hoffentlich auch gesund. Als ich vor ein paar Tagen schon mal alleine hier war, habe ich jemanden kennengelernt, der mir ziemlich viel hier in der Stadt gezeigt hat. Wir sind jetzt direkt raus aus dem Touristengebiet gelaufen und ich hoffe, ich kann einiges noch finden und Jesse zeigen. Jazz, das sind so Instrumente auch. Du kannst das so machen. Und das da ist eine Sehne von einer Kuh. Shukran. Alles, hier gibt's alles. How's everything? Everything is good. Thank you. Die erste Anlaufstelle habe ich schon mal gefunden. Hier gibt es einen Shop, in dem es wirklich alles gibt. Es gibt nichts, was es hier nicht gibt. Es war doch dieser Mann, der uns das für 5 Euro verkaufen wollte, weißt du noch? Mhm, aber seins war gebraucht und diese neu. Ja. Und das you can even put it on the fire. Yes. Oh. Yes. Yeah, very friendly living in Hamburg. German, very friendly. Yes. Wir sind hier in der großen Teppichfabrik. Hier kann man auch sehen, wie die Teppiche mit Hand gemacht werden. Beim letzten Mal hat die Frau das gemacht. Yes. Very good. Yes. Today is a Friday. Yes. And the ladies didn't work. They didn't Friday work. Is reserved for the Muslim. They yes. understand. Yeah. I know. But here is a cooperative. Let's yes. go from here to see. My favorite football team is München Gladbach. München Gladbach? Yeah, watch your head. Have you been there? No. I have a friend that lives in Germany. In Cologne. Now, if you want to take a picture from here, huh? Yeah, wow. The scene is made by cedar. It's a cedar, yes. Painted cedar. This is the plaster. Uh-huh. The plaster, this is the stuk, the plaster. Yes. This is the Moorish style. The Arab come from Andalusia, from Spain. Eh? Yes. Wow, that's amazing. Is the cedar from Morocco? No. Normally, madame, the cedar is come from Lebanon, from the Middle East. Mm-hmm. Lebanon. In 1956. And it's hand-painted? Yes, it's handmade. It's natural. Wow. The painted is not chemical. It's eggs with the saffron. Eh? Ah, okay. Eggs with saffron. Yes. Okay. It's a fabric. Schmidt! Okay, you see. It's the same architect how we used to build most Quranic school palaces. Eh? Even down there, we have the stock of carpet. Yeah. Do you live here? No, I live close from here. But I work here. Yeah, it's beautiful. And we have 800,000 carpet here. Eh? And the other places in Marrakesh, they buy the carpets from here? From here, yes. Exactly. Exactly. Yeah. This is the factory. This is the factory. Yeah. It's not a bazaar. Eh? Yeah. Come here, come. Nach ein paar Stunden in Marrakesch braucht man wirklich erstmal seine Ruhe. Wir hätten gerade fast einen Teppich für 450 Euro gekauft, obwohl wir nicht mal den Platz dafür haben und zweitens auch keinen Teppich brauchen. Es ist echt anstrengend hier. Ich glaube, das ist das Beste bis jetzt. Alter, hier haben sich safe schon einige das Hirn angestoßen. One and one. Was ist dein Fazit zu Marrakesch? Anstrengend, zu viele, also sehr viele Reize, sehr touristisch. Sehr nervig.
Ja, schon teilweise auch super nervig. Wenn es eine Stadt gibt, die ich in Marokko auslassen würde, dann wäre es auf jeden Fall Marrakesch. Mir hat bis jetzt wirklich jede Stadt sehr gut gefallen, aber Marrakesch ist eher nervig statt geil. Für mich ist Marrakesch wirklich einfach nur wie eine Riesenshow, um Touristen anzulocken. Es hat irgendwie wenig mit Marokko zu tun. Die Arbeiter, die dort arbeiten, kommen meistens aus der Wüste. Keiner hat überhaupt Bock, da zu sein. Jeder ist eigentlich nur da, um Geld zu verdienen. Und wenn man in die Shops geht, wird man so sinnlos voll gemüllt. Auch wenn die Leute zwar ganz lieb sind, nervt's einfach unfassbar. Marrakesch bis jetzt wirklich das Einzige, was wirklich nicht so geil war. Salam alaikum. Salam, salam. Hey Lulu. Vollmond. Und auf der anderen Seite geht die Sonne unter.